Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Eden. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, was für eine Woche. Was für eine turbulente Wahlwoche. Meine Güte, was war da alles los? Emmanuel Macron regiert jetzt in Schleswig-Holstein und die dänische Minderheit hat in Paris keine Chance. Ich glaube, so war es, oder? Man kommt total durcheinander. Was ich auf jeden Fall sagen kann, das weiß ich ganz genau, der SPD geht es nicht gut. Dieses Bild hier spricht Bände. Es spricht Bände, oder? Martin Schulz, Ralf Stegner und Thorsten Albig zusammen im Zug. Sehen so Sieger aus? Nein. Das sieht aus wie Kegeltour und der Puffer zu. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, Thorsten Albig. Ne? Thorsten Albig hat er gerade. Thorsten Albig haben Sie gesehen, auch in diesem kleinen depressiven Trio. Thorsten Albig hat die Wahl verloren gegen einen unerfahrenen Grundschüler namens Daniel Günther von der CDU. Ja, hier ein Foto von seiner Einschulung mit der Mutti. Und der arme Albig musste nach dieser Niederlage vor die Presse treten. Das allein ist schon mal hart. Und dann stand auch noch neben ihm der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende der SPD, Ralf Stegner. Und der macht es immer schlimmer. Ich weiß auch nicht, Stegner macht es immer noch schlimmer, allein durch den Blick. Was ist das für ein Blick? So stelle ich es mir vor, wenn im Pantomimekurs der Lehrer sagt, stellt mal Weltkrieg, Depression und Tschernobyl in einem Gesicht dar. Dabei wollte doch die SPD Deutschland mit einem frischen Kandidaten erobern. Martin Schulz, Aufbruchstimmung, sowie Macron in Frankreich. Mit seiner Initiative En Marche. In der SPD heißt es inzwischen En Marche. Natürlich. Natürlich wird die SPD nicht müde zu betonen, es hat nur mit Schleswig-Holstein zu tun. Es war eine ganz regionale Geschichte, nur dieses Bundesland. Ist auf keinen Fall ein schlechtes Omen für den Bund oder für Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen. Schleswig-Holstein ist nicht Nordrhein-Westfalen. Nein. Schleswig-Holstein ist nicht Nordrhein-Westfalen. Ganz toll, jetzt hat sie die Erdkundelösung im NRW-Abitur verraten. Danke. Thorsten Albig war tatsächlich ein wenig ungeschickt. Das muss man sagen. Man kann auch sagen, komplett bescheuert, oder? Thorsten Albig, ich meine, warum? Warum kurz vor der Wahl diese Geschichte in der Bunten? Was soll das? Das macht man doch nicht. Man redet doch nicht kurz vor der Wahl mit der Bunten. Dann hat er in der Bunten öffentlich über seine Ex-Frau geredet. Das macht man schon mal gar nicht. Zitat: Irgendwann entwickelte sich mein Leben schneller als ihres. Wir hatten nur noch ganz wenige Momente, in denen wir uns auf Augenhöhe ausgetauscht haben. Ich war beruflich ständig unterwegs. Meine Frau war in der Rolle als Mutter und Managerin unseres Haushaltes gefangen. Komisch, dass das bei den Frauen schlecht ankam in Schleswig-Holstein, oder? Ist natürlich auch schlimm, die Frau von einer fremden Macht im Haushalt gefangen. Deshalb konnte ein toller Hecht wie Albig nicht mehr mit ihr auf Augenhöhe kommunizieren. Sie war unter seinem Niveau, weil sie nur Hausfrau und Mutter war. Schade. Jetzt ist Albig arbeitslos. Also jetzt könnte er nicht nur mit ihr auf Augenhöhe über den Haushalt reden, er könnte sogar endlich helfen. Thorsten Albig ist, glaube ich, der erste SPD-Ministerpräsident überhaupt, der nicht von den Schwarzen besiegt wurde, sondern von der Bunten. Wir haben für die SPD ein kleines Lied produziert. Und wir würden das wahnsinnig gerne nachreichen für den ESC am Samstag. Es ist ja wieder ESC. Am Wochenende kann man da noch was nachnominieren. Hier ist unser SPD-Song für Kiew. Was ist los? Mann, seid ihr scheiße drauf. Vor 6 Wochen hattet ihr noch nen Lauf. Doch die Schnulze hörte irgendwann auf. Denn der Schulzzug hat Verspätung. Es tut uns wirklich voll leid, SPD. Der Schulzeffekt ist vorbei, SPD. Zu früh gefreut, das hat schon manche bereut, egal wie oft er das wiederkäut. Ich werde Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
klar. Damit ist erstmal Schluss, auch die Glatze kriegte eins auf die Nuss. Und die Hanne, Lore Kraft, ja, die muss ihre Themen wiederfinden. Tut mir leid, können wir Ihnen gerne nachliefern, was noch an großen Themen dabei ist, aber es war noch einiges. Oh, Hannelore! Das klang jetzt gerade nicht so geil. SPD, es geht bergab und zwar steil. SPD, ihr seid neben der Spur, wenn ihr das jetzt verpennt, winken euch wieder 20%. Goodbye, SPD. Vielen Dank, Dennis Kaub, und jetzt kommt Friedrich. Man kann über Martin Schulz sagen, was man will, aber eins hat er drauf. Martin Schulz kann, wie kein anderer, Niederlagen einstecken. Und das meine ich ganz ernst. Martin Schulz ist ein guter Verlierer. Er erkennt die Niederlage an und zeigt seinen Schmerz. Ich bin enttäuscht. Wir sind traurig. Ich ärgere mich auch. Wir haben es nicht geschafft. Das ist etwas, was unter die Haut geht und was uns traurig macht. Und wir sind enttäuscht an einem traurigen Wahlabend. Schulz hat Emotionen und er versteckt sie nicht. Demnächst am Sonntagabend im ZDF Schulz auf unserer Haut. Die neue Berlin-Romanze. Aber dann trocknet er die Tränen seiner eigenen und die seiner Partei und appelliert wieder an die Kampfbereitschaft der SPD. So wie er es immer gerne macht als Mann aus dem Volk. Da, wo ich zu Hause bin, da, wo ich herkomme, da wird nach solchen Abenden am nächsten Morgen die Ärmel hochgekrempelt, der Helm aufgesetzt und dann geht man zur Arbeit. Man setzt einen Helm auf? Wo hat denn der einen Helm aufgesetzt? Im Europaparlament? Oder in der SPD-Zentrale? Nur mit Helm hingegangen? Oder in Würselen? Ist das so, da wo er herkommt? Alle einen Helm auf, der Zahnarzt sagt, oh, bei Ihnen muss ich bohren, da setze ich mir mal lieber einen Helm auf. Der Bäcker hat immer einen Helm auf in Würselen, klar, immer. Und Stahlkappenschuhe, falls ihm mal ein Croissant auf die Füße fällt. Das ist halt, es ist dieses Klischee, ne? Ärmel hochkrempeln, nach vorne schauen, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Politiker reden heute wie Fußballer, ist mir auch bei Ralf Stegner aufgefallen. Unser Ziel ist jetzt, dass das nächste Spiel, im Fußball verliert man mal, das war gestern, dass das nächste Spiel in Düsseldorf wieder gewonnen wird. Das nächste Spiel in Düsseldorf. Also ich finde, das klingt schon ziemlich nach zweiter Liga. Das Problem der SPD ist ganz offensichtlich, dass sie den Schulz-Effekt zu früh gezündet hat. Ich glaube wirklich, das ist der Grund. Ja, das war zu früh. Der ist verpufft. Das ist wie wenn man der Familie zuruft, na, wie war mein Feuerwerk? Toll, Papa, aber wir haben doch erst morgen Silvester. Oh nein. Ja, wem von uns ist das nicht schon passiert? Die hätten den Schulz 4 Tage vor der Bundestagswahl aus dem Hut ziehen sollen. Hier, unser Kanzlerkandidat, Martin Schulz. Alle wären überrascht gewesen, alle hätten ihn toll gefunden. Ha, jemand Neues, hätten ihn sofort gewählt. So gab es den Hype viel zu früh und dann war Schulz plötzlich weg. Der war ja lange Zeit weg, man hat noch nichts gehört, inhaltlich schon mal gar nichts von ihm gehört und wochenlang wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Willkommen bei Aktenzeichen X3 Ungelöst. Heute mit einem ganz besonders mysteriösen Fall, das Verschwinden eines gewissen Martin Schulz. Noch vor wenigen Wochen wurde Schulz bei der SPD euphorisch gefeiert. Von dort macht sich der 61-jährige ehemalige Buchhändler auf den Weg ins Kanzleramt. Er kommt dort aber nie an. Er verschwindet einfach von der Bildfläche. Hier sehen wir die letzten Aufnahmen von Schulz. Mit dem sogenannten Schulz-Zug will er direkt nach Berlin fahren. Was ist passiert? Ja, das Ding ist mit 300 Sachen hier vorbeigebrettert. Aber in die komplett falsche Richtung. Also nach Berlin geht's da lang. In dem Zug werden Hinweise gefunden. Eine Jutetasche mit dem Aufdruck London, New York, Paris, Würselen. Und eine persönliche Notiz. Fichers Fritz, Ficht, Friche, Fiche. Interessant. Doch von Martin Schulz fehlt weiterhin jede Spur. Der SPD-Ortsverein Würselen hat deshalb eine Suchaktion ins Leben gerufen. Entschuldigen Sie, ich bin Martin Schulz, haben Sie ihn gesehen? Martin, wenn du das siehst, bitte melde dich. Wir haben doch sonst niemanden in der SPD. Tragisch. Auch die Polizei sucht natürlich fieberhaft nach Martin Schulz und scheint nun eine neue Fährte zu haben. Wir schalten zu Wachtmeister Müller. Ja, bei uns kam jemand vorbei, der meinte, ich bin der Mann, den Sie suchen. Ich bin der Kanzlerkandidat der SPD, aber der sah irgendwie ganz anders aus. Zuletzt tauchten sogar Hinweise auf, Schulz habe sich eine neue Identität als Opernsänger zugelegt. Ja, ich bin klug und weise und mich betrügt man nicht.
Wir fragen bei der SPD nach. Herr Oppermann, ist da wirklich etwas dran? Lassen Sie sich überraschen. Ich möchte Ihnen die Spannung nicht verderben. Leider nicht. Liebe Zuschauer, wenn Sie Martin Schulz gesehen haben, dann wählen Sie die Null oder geben Sie ihn einfach im Willy-Brandt-Haus ab. Das war Aktenzeichen extra ungelöst. Guten Abend. Ein Film von Martina Hauschild und Tobias Döll. Es ist ja so, inzwischen wissen auch die Genossen gar nicht mehr, ob sie sich das wünschen sollten, dass der wiederkommt. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ob Schulz da wirklich in den Wahlkampf eingreifen sollte, das ist denen nicht ganz klar. Aus dem Schulz-Effekt wird eben inzwischen ganz schnell ein Schluchzeffekt. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD zittert ja dem Sonntag entgegen und will vor allem mit einem Thema punkten. In Kinder, Bildung und Familie investiert. Auf Kinder und Bildung zu setzen. Investitionen in Bildung. 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 In Kinder, Bildung und Familie zu investieren. Ja, und Bildung ist ja bekanntlich die Kernkompetenz der SPD, sagt die SPD. Man sieht es auch sehr schön an dieser Anzeige hier. Kein Kind zurücklassen und dann weiter unten, dritte Zeile, mehr Bildung. 7200 Lehrer mehr seit 2010. Und seit mit D. Das mit den Lehrern finde ich klasse. Schade, dass von den 7200 Lehrern kein einziger das Fach Deutsch hatte. Rot-Grün hat man gefahren. Also, es ist, selbst wenn man mit Sympathie auf dieses Bundesland schaut, und das tue ich als jemand, der daherkommt ursprünglich, es ist eine durchwachsene Bilanz. Ganz vorne ist Nordrhein-Westfalen bei den Einbrüchen, ganz vorne auch bei Staus, bei Kinderarmut, Unterrichtsausfall, auf den vorderen Plätzen mit dabei, dafür ganz hinten bei Wirtschaftswachstum. Und wen macht die SPD dafür verantwortlich? Als die Regierung Rüttgers drankam, hat sie das alles über den Haufen geworfen. In ihrer Regierungszeit haben sie die Planer und Ingenieure bei Straßen NRW abgebaut. Ja, aber doch, weil sie damals dieses Kinderbildungsgesetz auf den Weg gebracht haben, in dem die Trägerinteressen überhaupt nicht vorkamen. Die Kommunen wurden von ihnen ja ausgeblutet, um das zu korrigieren, was sie dort angerichtet haben. Da sagen sie auch selbst, das war ein Fehler. Natürlich, die Vorgängerregierung hat Fehler gemacht. Und die war ja in Nordrhein-Westfalen ganz schön lange an der Macht. Wenn Sie mal einfach die letzten 50 Jahre in Nordrhein-Westfalen Revue passieren lassen wollen hier. Immerhin 5 Jahre war die CDU an der Macht. Ist klar, dass sie an den ganzen Missständen in Nordrhein-Westfalen schuld ist. Schön, wenn man so denken kann wie Hannelore Kraft. Na, auch wenn man in diesem Bundesland nie ganz genau weiß, meint sie das wirklich ernst? Oder ist es immer noch Restalkohol vom Karneval? Falls Sie dieses prickelnde NRW-Gefühl auch mal bei sich zu Hause erleben wollen, hier ein Spieletipp von Freddy Radeke. Lust, ein total kaputtes Land wieder aufzubauen? Deutschland nach dem Krieg? Nein, noch viel schlimmer. Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017. Ach du Scheiße. Wie soll das denn gehen? NRW-Pulli, der brandneue Spielespaß. Wow! Brandneu? Das ist total abgegrabbelt. Ja, das gehört so. Tja, alles Schrott. So ist das in NRW. Repariere kaputte Brücken. Saniere baufällige Schulgebäude und löse das Arbeitslosenproblem. Make NRW great again. Da gibt's jetzt nur 5 Euro pro Person oder was? Mehr Geld gibt's nicht in der Landeskasse. Tja, so ist das in NRW. Mist, ich stehe im Stau. Du musst 87 Runden aussetzen. Tja, so ist das in NRW. Klappe! Ah, Duisburg. Kaufe ich. Du, das ist umsonst. Wie unfair. Yes. Deine Aufgabe ist, löse das Müllproblem in Duisburg-Marxloh. Zahle 4 Millionen Euro. Ja, super. Ich bin pleite. Na, dann habe ich ja fast gewonnen. Genau, fast. Du musst nur noch das Kriminalitätsproblem lösen. Okay. Die Schulden abbauen. Und das Bildungssystem auf Vordermann bringen. Sag mal, bin ich mal endlich wieder dran? Nein, du musst noch 17 Runden aussetzen. Tja, so ist das in Klappe. NRW-Pulli. Make NRW great again. In Nordrhein-Westfalen müssen ja die Grünen auch bangen. Überhaupt um den Einzug in den Düsseldorfer Landtag. Die Grünen müssen bangen. Und wenn die Grünen es schaffen,
könnte es sein, wie in Schleswig-Holstein, dass sie möglicherweise vor einer Koalition stehen mit CDU und FDP. Das ist ja der neue Trend, Jamaika-Koalition. Die Frage ist halt, passt das überhaupt? Ich meine, allein Grüne und FDP. Die Landesvorsitzende der Grünen in Schleswig-Holstein, Ruth Kastner, ist da ganz guter Dinge. Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn eigentlich zwischen der FDP und den Grünen? Ja. Ja. Wir atmen beide ein und aus, und zwar Luft, also es könnte passen. Ne? Gut, die einen wollen Flüchtlinge nach Afghanistan abschieben, die anderen mehrheitlich nicht. Die einen wollen Politik für Zahnärzte, die Steuern sparen möchten, die anderen wollen Windräder. Wahrscheinlich gibt es wieder so einen typischen grünen Kompromiss. Die Zahnärzte zahlen keine Steuern, wenn sie ein Windrad auf dem Kopf tragen. Und die Flüchtlinge werden nach Afghanistan abgeschoben, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal muss man Kompromisse finden in der Politik. Ja, meistens muss man Kompromisse finden. Es muss auch manchmal die Quadratur des Kreises sein. Da muss man sich da halt Gedanken machen, wie man da hinkommt. Es gibt dafür so viele Beispiele in der Politik. Die einen wollen so, die anderen wollen so. Und da macht man halt was, was überhaupt gar keinem gefällt. Wie zum Beispiel bei dieser sehr kreativen Straßenführung in Karlsruhe. Patricia Kümpel. Hier in Karlsruhe läuft alles rund. Auch der Verkehr in der Oststadt. Denn seit 19 Jahren gibt es hier den praktischen Oststadtkreisel. Genau, den Oststadtkreisel. Und es läuft ein ADAC-Mann in diesem Kreisel herum. Es ist ein Problemkreisel, ja, definitiv. Aus verkehrstechnischer Sicht ist es relativ schwierig zu beschreiben, was es hier ist. Aber warum denn? Alles in allem ist das doch ein richtig rundes Ding. Simple Spurenführung, klare Beschilderung, herrlich übersichtlich und fast gar keine Unfälle. Na gut, seit 2003 waren es rund 420 Stück. Aber das Problemchen lässt sich relativ präzise einkreisen. Man denkt im ersten Moment, man ist in einem Kreisverkehr, aber es ist kein Kreisverkehr, weil ich eigentlich eine klassische Kreuzung habe. Hä? Wer denkt denn, dass der Oststadtkreisel ein Kreisverkehr ist? Dann hätten ja die Leute im Kreisel Vorfahrt. Absurd. Das ist eine klassische Kreuzung. Fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Dritte Ausfahrt. Gut, aber dafür wissen doch bestimmt alle anderen Bescheid. Doch keine Kreuzung, ist doch ein Kreisverkehr. Aber es ist eigentlich kein Kreisverkehr, ne? Das ist also die, ja, wenn, je nachdem, von welcher Richtung sie kommen. Ja. Ist eine Kreuzung ohne Kreisverkehr, aber einfacher unlogisch gemacht. Ach, jetzt mal Ruhe in Karlsruhe. Ist doch alles ganz einfach. Und hier wird jetzt dann eigentlich das Problem, dass ich jetzt hier nach links eine durchgezogene Linie habe. Das nächste Problem ist hier bei der Vorfahrt gewähren, dass ich jetzt hier mehrere Spuren kreuzen muss. Hier bin ich dann schon wieder am Vorfahrt gewähren, muss auf die Autos achten, die fahren. Und schon erschließt sich der Kreis. Huch, Straßenbahnen fahren auf der Kreuzung übrigens auch noch. Da, einmal gerade rüber. Man muss eben ein bisschen aufpassen. Und für die Stadt gibt es schließlich einen guten Grund fürs Rund. Die prognostizierten Verkehrsbelastungen hätten einen normalen Kreisverkehr nicht erlaubt. Die Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung wollten aber an der Idee festhalten. Deshalb wurde diese Kreuzungsform gewählt. Und es heißt ja schließlich sinnliche Rundungen und nicht sinnige Rundungen. Das ist das bescheidenste Kreisel, was ich je hier in Deutschland gesehen habe. Oh Mann, kein Kreisel, eine runde Kreuzung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat wahrscheinlich den größten Frühjahrsputz ihres Lebens vor sich. Dreck wegmachen bei der Bundeswehr. Gestern die Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Man sieht von der Leyen an, dass sie das alles mitnimmt. Oder? Ich finde, man sieht's. Nein, das ist das falsche Bild. Was haben wir denn da? Das ist. Aber man sieht's. Bislang hatte von der Leyen angeblich nichts mitbekommen von rechtsradikalen Umtrieben. Meine Güte, muss man auch verstehen, sie ist ja gelernte Ärztin, die kommt aus einer anderen Welt. Da gibt es Unterschiede. Wenn man im zivilen Leben perverse Ansichten und Gewaltfantasien hat, wird man behandelt. Beim Bund wird man befördert. Und von der Leyen will jetzt richtig durchgreifen. Jetzt hat sie es erkannt und jetzt will sie auch wirklich durchgreifen. Diese Piktogramme werden ab sofort
in allen Kasernen angebracht. Nicht trinken, nicht rauchen, keine Nazis. Ich denke, das wird reichen. Für dieses souveräne Krisenmanagement muss man sie auch einfach mal loben. Und das macht niemand besser als unser Fest- und Lobreden-Onkel Oliver Kalkofe. Kompliment an Ursula von der Leyen. Sie ist wirklich die schärfste Granate der gesamten Kompanie. Eine, die morgens schon mit Helm aus dem Bett steigt und sich die Sturmhaube mit Haarspray aufzieht. Nach nur fast 4 Jahren im Amt ist ihr jetzt allerdings urplötzlich aufgefallen, dass einige Ausbilder sich lieber vom Dschungelcamp als vom langweiligen Lehrbuch haben inspirieren lassen. Da ist ihr die Erkenntnis blitzartig durch die Frisur geschossen. Was für ein Chaotenhaufen diese Bundeswehr macht. Diese Bundeswehr macht ja jeder, was er will, aber keiner, was sie sagt. Ja gut, vielleicht hat sie auch zu wenig gesagt, aber ist zumindest immer gut gemeint. Und deshalb war es auch richtig, ihre ganze mütterliche Enttäuschung ungefiltert in einer radikalen Generalverdammung gegen die gesamte Truppe zu schießen. Frei nach dem Motto, lieber erstmal großflächig die anderen anscheißen, bevor der eigene Name fällt. Ja, das ist kreatives Krisenmanagement der VW-Stufe 1. Allerdings, so ein Ministerium ist halt keine Schwangerschaft, wo man den Druck von oben nach unten weitergibt und dann kommt was ganz Neues, Süßes und Schönes dabei raus. Ne? Ehrlich gesagt, meist landet nach starkem Druck was ganz anderes in der Schüssel und riecht noch nicht mal gut. Zum Glück aber hat die Kanzlerin unserer Verteidigungsministerin bereits ihr Vertrauen ausgesprochen. Ja, was übersetzt in den Militärjargon so viel heißt wie: ein geladener Revolver liegt in der Schublade, wir warten draußen. Ja. Dabei las sich die Stellenbeschreibung damals so verführerisch. Das Verteidigungsministerium als Durchgangsstation direkt zum Kanzleramt. Ja, dummerweise ist die Arschtrittfrequenz dort so exorbitant hoch, dass man meist erst mitten auf den Stufen feststellt, oh, das ist ja gar nicht die Karriereleiter, hier geht's zum Galgen. Und danach direkt in die Gruft der Vergessenheit. Oder erinnern Sie sich noch an Rudolf Scharping oder Franz Josef Jung? Na eben. Fassen wir also zusammen. Ursula von der Leyen ist das G36-Sturmgewehr der Ministerriege. Sieht cool aus auf Fotos, funktioniert aber null. Und verbiegt sich, wenn es heiß wird. Doch sehen wir es positiv. Das aktuelle Laienspieltheater bringt die Truppe voran wie selten zuvor. Typen, die früher im Vollsuff nicht mal ihr Bahnabteil finden konnten, gründen plötzlich eigene Terrorzellen. Also richtig systematisch und strukturiert. Manche verdienen sich sogar noch was nebenbei als Asylbewerber dazu. Und streuen heute 4 Meter große Hakenkreuze in den Sand. Wow, das haben die früher nach einer Palette Dosenbier nicht mal halb so groß in den Schnee gepisst. Also, die Bundeswehr ist auf dem richtigen Weg. Dank Ihnen, Ursula von der Leyen. Danke. Und danke, Oliver Kalkofe. Die Kritik der Ministerin an ihrer eigenen Truppe. Die haben ja viele beim Bund als zu hart empfunden. Ja, das war zu hart. Sie erinnern sich an ihre harten Worte. Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen. Also da muss ich dann schon schmunzeln. Das war den Soldaten zu hart. Und das beim Bund, wo man angeschrien wird, wenn man sein beknacktes Hemd nicht auf DIN A4 gefaltet hat. Es soll jetzt wohl einen Kompromiss geben. Die Bundeswehr schmeißt die Nazis raus. Dafür sorgt von der Leyen für eine nettere Sprache beim Bund. Eine angenehme Sprache, die auch nicht mehr verschreckt. Statt stillgestanden heißt es dann demnächst, ich fände es dufte, wenn sie versuchen würden, ein wenig den Bewegungsfluss zu drosseln. Und das heißt auch nicht mehr, wenn die Stube nicht sauber ist, reißt sie euch den Arsch auf, dass man da drin den LKW wenden kann.
Dann würde es heißen, ich würde mich über eine Reinigung unseres gemeinsamen Lebensraumes freuen und biete andernfalls eine Vorführung meiner Kenntnisse im Bereich der Führerscheinklasse 2 an. Und auf die Weise kann man vielleicht auch eine ganz andere Klientel gewinnen für den Bund. Vielleicht kommen dann noch mal ganz andere Leute und interessieren sich für die Bundeswehr. Ja, nicht nur die, die die Wehrmacht verherrlichen, dann vielleicht auch mal Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter. Also so wie die Bundeswehr jetzt ist, kann sie jedenfalls nicht bleiben. Da herrscht ein Kartell des Schweigens und der Vertuschung. Motto, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Der Nazi-Skandal bei der Bundeswehr ist auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Eisen, auch für unser investigatives Reporterteam. Panorama, die Reporter. Nazis haben sich bei der Bundeswehr breit gemacht? Wer konnte mit so etwas rechnen? Denn dass in der Truppe Rechte unterwegs sind, ist kein Geheimnis. Ach so, dann gehen wir der Sache mal nach und recherchieren. Natürlich vor Ort. In der Hermann-Göring-Kaserne der Bundeswehr konfrontieren wir den Presseoffizier mit den Vorwürfen, dass die Bundeswehr offensichtlich von Nazis unterwandert ist. Dann das Unglaubliche. Nach einer halben Stunde stellt sich raus, dass der Presseoffizier auf dem rechten Ohr taub ist. Also noch einmal das Ganze von links. Doch es ist nun... Kaffeezeit. Auf dem Weg zur Offiziermesse lernen wir die Kaserne kennen. Diese Welt bleibt der Öffentlichkeit sonst verborgen. Ja, hier gibt es keine Hakenkreuzschmierereien. Jetzt macht mal zu, ihr faulen Säcke, das muss heute noch fertig werden. Kommen Sie, Herr Kleinfeld. Ja, bei uns ist alles akkurat. Haben Sie eigentlich gedient? Nazi sein, das ist nicht schwer. Das ist nicht bei der Bundeswehr. Sieg! Sieg! Nazi sein, das ist nicht schwer. Haben Sie das auch gehört? Nein, tut mir leid, Sie wissen ja mein rechtes Ohr. Aber wir haben hier Türen, die quietschen sehr laut. Die sind noch von 1933. Ja. Dann war das vielleicht das. Ortswechsel. Und dort vorne sehen Sie die Offiziermesse. Hier kann uns der Presseoffizier nicht ausweichen. Wir wollen wissen, warum das Nazi-Problem niemandem in der Bundeswehr aufgefallen ist. Schauen Sie sich doch gerne mal um. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Doch wir lassen uns nicht blenden, tauchen tiefer ein in den Bundeswehralltag. Sehr lecker. Schöner Tag, Herr Oberhauptpresseoffizier. Ich sehe keinen Grund zur Veranlassung, jedenfalls nicht, was die Nazis angeht. Halt, Kameraden, eine Frage, was ist das? Schwemmen Sie da Ihre Nazi-Sachen heimlich aus der Kaserne? Das sind nur Gewehrkugeln für den Anschlag. Anscheinend Ihre Privatsache. Kommt gut heim. Ja, okay, Sie... Sie Glinde grüßen. Grüß Sie Glinde von mir. Ja, grüße auch schön von mir. Doch, dann ist ja alles in Ordnung. Bei der Bundeswehr geht alles mit rechten Dingen zu. Haben wir das auch geklärt? Danke, Oliver Dorko und Daniel Sprenger. Liebe Zuschauer, jetzt zu etwas Erfreulichem. Die Grillsaison geht wieder los. Das bedeutet Hochkonjunktur für die Fleischindustrie. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr Fleisch gegessen in Deutschland. Kann das sein? Also einige essen gar kein Fleisch mehr. Die anderen glauben aber offenbar, sie müssen jetzt auch für die ganzen Vegetarier mitessen. Es gibt bestimmt bald so ein Kochbuch hier, vegetarisch kochen mit Fleisch. Mit so schönen fleischlosen Rezepten wie Hackpuffer mit Mettmus oder Gemüsetörtchen aus purem Fleisch. Wer will da nicht zum Vegetarier werden? Ja? Nirgendwo ist Fleisch so billig wie in Deutschland. Was wir hier an Fleisch essen, würde kein Italiener oder Franzose zu sich nehmen. Schweinefleisch aus Massentierhaltung ist zum Teil billiger als Hundefutter. Klar, weil Hunde im Gegensatz zu uns beim Essen wählerisch sind. Wir halten uns eher an die alte Bauernregel. 15 Schweine auf dem Meter schmeckst du nicht im Hackepeter. Natürlich. Es gibt hier und da Bilderbuchbauern, die ihre Schweine persönlich kennen und ganz liebevoll mit ihnen sprechen. Na hier, komm mal her. Wie geht's euch? Nur alle munter, ne? Morgen geht's zum Schlachter. Das ist nett, das ist süß, das ist einfühlsam. Morgen geht's zum Schlachter. Aber das ist die Ausnahme. Die Regel ist industrieller Massenbetrieb. Zu viele Schweine, zu viel Gülle, das heißt zu viel Nitrat im Grundwasser.
Der heute vorgestellte Nitratbericht zeigt, der EU-Grenzwert wird an 28% aller Messstationen überschritten. Ja, das Trinkwasser in Deutschland weist so hohe Nitratwerte auf. Viele fragen sich, wie kommt das Wasser in mein Nitrat? Aber auch da gilt natürlich diese alte Bauernregel, schön viel Gülle und Nitrat zahlt sich aus als Zervelat. Im Fleisch sind außerdem Antibiotika, das wissen Sie, wertvolle Antibiotika. Und zwar so viele, dass Ärzte inzwischen Fleisch verschreiben, bei Krankheiten. Sie haben Streptokokken? Ja, verschreibe ich Ihnen einen Schweinebraten mit Semmelknödel und Rotkohl. Aha, nämlich den vor oder nach dem Essen? Keine Angst, gibt's natürlich auch in Tablettenform aus der Apotheke. Ja, Ratiofarm, gutes Fleisch, gute Besserung. Warum ist das Fleisch so billig? Das Fleisch ist billig natürlich durch die Massenproduktion, ganz klar, aber auch, weil es subventioniert wird. Mit insgesamt 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Es ist wirklich so, Fleischbetriebe mit Massentierhaltung kriegen Steuererleichterungen. Es gibt schon Besserverdiener, die fahren mit ihrem Geld nicht mehr auf die Cayman Islands, die stehen als Mastschwein in Kloppenburg im Stall. Warum ist das so? Warum fördert und unterstützt der Staat Umweltverschmutzung und Tierquälerei? Warum sagt man nicht weg von der Massentierhaltung? Weg von der Massentierhaltung, für den zuständigen Minister der falsche Weg. Der würde allenfalls dazu führen, dass Nahrungsmittel so teuer werden, dass sie nur für obere Schichten möglich erschwinglich sind. Na klar, wenn man Tiere artgerecht halten würde. Wir würden keine Mettwurst mehr beim Metzger kaufen, sondern beim Juwelier. Fleisch muss billig sein, steht ja auch im Grundgesetz. Hier Artikel 1, die Sülze des Menschen ist unantastbar. Übrigens, Fun Fact am Rande, 6 der 34 Bundestagsabgeordneten im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung haben führende Funktionen im Bauernverband. Ja, mit anderen Worten, der Bauernverband ist eine der einflussreichsten Lobbyorganisationen in Berlin. Noch eine Bauernregel, warum stinkt das Land nach Mist? Fragt man nach beim Lobbyist. Ein Vertreter der Agrarlobby haben wir heute hier. Und das freut mich, meine Damen und Herren. Er wird uns heute Rede und Antwort stehen. Das ist der Sprecher des Agrarverbandes Farming 4.0. Herzlich willkommen, Maximilian Schaffroth. Grüße Sie. Herrlich. Grüße Sie. Herzlich willkommen, Herr Schaffroth. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Und ich sehe, Sie bringen wieder mal gute Laune mit aus dem Süden. Selbstverständlich, Herr Erich. Ich freue mich ja über die Einladung. Schauen Sie her, ich habe Ihnen was mitgebracht, ein kleines Gimmick. Das hat unser Verband anlässlich der Verlängerung der Glyphosat-Zulassung herausgebracht. Das ist das Glyphosat-Spritzfläschchen zum Mitnehmen, also Glyphosat to go, nicht wahr? Sieht aus wie ein Nasenspray. Ja, durch die Fusion von Bayer und Monsanto wird Glyphosat jetzt in den Bepanthen-Fläschchen abgefüllt. Da jetzt ziehen die Nasenhaare raus. kleiner Spaß. Damit vertreiben sie im Grunde alles Grüne, also auch Demonstranten bei der Bayer-Hauptversammlung. Also ja, ein Sprühstoß und die hauen ab, nicht wahr? Dabei ist ja ungefährlich, ist ja völlig ungefährlich, ist ja unbedenklich, nicht wahr? Sagt Monsanto. Sagt ein unabhängiges Forschungsinstitut, Herr Ehring. Das von Monsanto mit der Studie beauftragt worden war. Herr Ehring, ich spritz gleich, gell? Ihr Verband steht ja für intensive, also industrialisierte Landwirtschaft. Nun gibt es ja auch einen Trend zu mehr Bio und mehr Regionalität. Wäre es nicht auch kaufmännisch sinnvoller, mehr Biolandwirtschaft zu betreiben? Ja, mein Herr Ehring, schauen Sie, nicht alles, was kaufmännisch sinnvoll ist, ist auch für den Menschen gut. Ja? Der Mensch steht bei uns ganz klar im Vordergrund. Wollen Sie damit sagen, industrielle Landwirtschaft ist besser für den Menschen? Ja, selbstverständlich. Also besser für die Menschen. Wir denken ja an die Zukunft. Wir denken an bald 10 Milliarden Menschen. Die kriegen es ja mit Bio nicht satt. Das ist ja Traumtänzerei, Herr Ehring. Wir brauchen jetzt preisgünstige Nahrung für jeden, also Masse für die Masse. Darum haben wir mit Wiesenhof jetzt den Affordable Chicken Act auf den Weg gebracht. Entschuldigung, habe ich jetzt akustisch nicht ganz den was? Der Affordable Chicken Act. Ja. Also ein Huhn für einen Euro oder a handle for one Euro, wie wir in Bayern sagen. Also wir planen im Moment mit Wiesenhof die Giga Factory. Das ist ein Production Unit, eine Facility mit 240.000 Chicken, also 240.000 Free Range, also freilaufende Chicken. Das ist ein Hightech-Stallhering. Ist die gesetzlich vorgeschriebene Freilaufzeit vorüber, dann kommt der Vorwerk Geflügelsauger. Ja, der Chicken Hoover. Ja. Aha.
Und was macht der? Das ist eine Innovation. Ist eine Innovation. Der Chicken Hoover, der bläst Ihnen die Hennen mit einer Kapazität von 900 Chicken per Second zurück in die Legebatterien. Das ist Farming 4.0, Herr Ehring. Ja? Das klingt ganz und gar grauenhaft, Herr Schafroth, was Sie da erzählen. Man hat in der Familienbetrieb mit den glücklichen Tieren endgültig ausgedient? Ja, mein Herr Ehring, wie wollen Sie es denn feststellen, ob die Henne glücklich ist? Die Henne kann ihrer Freude ja keinen Ausdruck verleihen. Ja, versuchen Sie mal mit dem Schnabel zu lachen, das tut ja weh. Also, für uns ist eine glückliche Henne ist eine lebendige Henne. Lucky Chicken, ja. Gut, jetzt mal vom Tierwohl abgesehen. Die enorme Konzentration in den Großbetrieben bringt ja auch logistische Probleme. Niedersachsen versinkt jetzt schon in der Gülle. Wo soll das Ihrer Meinung nach enden? Ja, Herr Ehring, wir sind doch um Lösungen bemüht. Die Güllezentrifuge ist bereits Realität. Mit der Güllezentrifuge können Sie die Hartbestandteile aus der Gülle herauszentrifugieren. Und was machen Sie mit den Hartbestandteilen aus der Gülle? Wollen Sie daraus braunes Umweltpapier pressen, oder was? Wären Sie doch nicht so sarkastisch. Wir müssen doch reden, Herr Ehring. Also, ja. Wenn Sie immer nein reden, da kann ja auch kein Gespräch zustande kommen. Also, mit den Gülle-Hartbestandteilen könnte man in Niedersachsen zum Beispiel einen Skihügel aufschütten oder was weiß ich. Das wäre eine Win-Win-Situation für Mensch und Tier. Ein Kackhaufen? In Niedersachsen zum Skifahren. Das klingt nach einer echten Win-Win-Situation. Ja. Vielen Dank, Maximilian Schafroth. Gut, ja, ich bin auch so aufgewachsen. Ja? Jeden Tag Fleisch. Da, wo ich herkomme, auch jeden Tag Fleisch. Hat man früher gegessen, jeden Tag. Gut, nicht immer Fleisch, manchmal auch nur Wurst. Aber ne, irgendwie schon, immer Fleisch, Fleisch, Fleisch. Auch in der Schule, wenn sich Jungs und Mädchen dann Nachrichten geschrieben haben, dann hieß es immer, willst du mit mir gehen? Ja, nein, Fleisch. Ne, es war immer überall Fleisch. Aber geht's nicht doch auch ohne oder zumindest mit weniger? Unser Reporter Rollo und sein Kameramann Jakob haben mal nachgefragt. Rollo, hallo, bist du bereit? Was geht ab, Digga? Geht um Fleisch heute. Wir gehen essen, du zahlst. Nee, geht mehr um die Lebensmittelindustrie, den Fleischkonsum der Leute. Ach so, ja dann los. Was haltet ihr denn von den ganzen, von diesen Massentierhaltungsbetrieben? Halte ich gar nichts von. Nee? Nee. Was haltet ihr von Massentierhaltung? Das ist natürlich scheiße. Diese Videos guckt man sich ja ab und zu an, wie die Tiere da drunter irgendwie leben, in diesen Ställen und so, blablablub. Die sehen ja voll zerfranst aus und durchgenudelt und so. Ich gehe trotzdem zu McDonald's und hole mir meine Chicken McNuggets. Auch wenn ich die Videos kenne, wie da Küken geschreddert. Das gebe ich jetzt ganz offen zu. Also da, das... Wenn du Hunger hast, in dem Moment auch egal. Ja, genau. Wer viel Fleisch essen will, muss das andere in Kauf nehmen. Ja, genau. Was haltet ihr von Massentierhaltung? Finde ich sehr schlimm, aber... Selbst wenn ich jetzt kein Fleisch essen würde, könnte ich es nicht beeinflussen. Also, doch, wenn wir alle aufhören, dann natürlich können wir ja, wenn wir alle aufhören, aber ich bin nicht alle. Könnt ihr euch vorstellen, ohne Fleisch zu liefern? Nein, wir haben es mal ausprobiert. Das geht nicht. Das geht doch gar nicht. Ich bekomme ja kein gutes Gewissen dadurch. Wenn du weniger Fleisch isst? Nee. Hm. Dann geht's mir, also, ich verzichte selber auf was und dann, ja. Hm. Man kann auch nicht komplett auf Fleisch verzichten, weil die im Fleischindustrie das schon alles so übernommen hat, dass wenn du richtig gutes Fleisch essen willst, das dann wiederum sauteuer ist, so, ja, weißt du? Ja. Essen wir viel zu viel Fleisch? Das ist Blödsinn. Blödsinn. Das ist Blödsinn. Sag mal, ich bin Bauhandwerker, ich brauch was auf den Knochen, ne? Ja. Ich meine, guck ihn an, das Hemd, ne? Ja, eben, ja. Ich kann doch gerade die Kamera halten. Ja, Alter, ihr verarscht mich doch hier, ey. Und wie oft in der Woche esst ihr Fleisch? Jeden Tag. Ja? Und auch zum Frühstück so Aufschnitt und so, ja, ne? Ja, ja. Und wo holt ihr euer Fleisch? Wo kauft ihr das? Im Supermarkt. Ja. Im Supermarkt? Ja. Ich meine, Fleisch ist ja 10-mal so teuer, ne? Ja, genau. Deswegen. Ist ja auch eine Kostensache, ne? Ja, klar. Dann kaufen die Leute das billige Fleisch, schmeißen das weg. Es werden, glaube ich, ganz viele Tiere umsonst geschlachtet, habe ich so. Ja, aber das Fleisch, es ist ja auch gut so, dass das Fleisch billig ist. Guck mal, ich habe letztens zum Beispiel schon ein Stück Fleisch habe ich genommen, um meinen Tisch gerade zu machen, weil er gewackelt hat. Oh, Alter, Alter. Jakob, wo läufst du noch? Ja, ich lauf noch. Ja, ich jetzt auch mit denen jetzt hier zusammen Steak essen. Also, ja, mach auch rein, jetzt ciao. Hallo. So, komm hier, Süßen, wir gehen raus essen, komm. Mann, ey. Du bist so ein faules Schwein. Ja, ja, ist Schwein, klar. Ein Film von Jakob Leube und Cem Aligültekin. Es ist natürlich auch Teil der deutschen Leitkultur. Ja, Fleisch. Vor allem Schweinefleisch, das ist Leitkultur. Da will man sie mal an die Leitkultur halten, da ist auch wieder nicht richtig. Es wird ja gerade viel über Leitkultur diskutiert. Unserem Innenminister Thomas de Maizière sei Dank. Wie Moses ist der kleine Thomas auf den Berge Springer gestiegen
und ließ sich vom Gottespopulismus 10 Gebote diktieren, die er anschließend in der Bild am Sonntag seinem Volk übermittelte. Prima Sache, denn seien wir ehrlich, jeder von uns hat schon mal von Leitkultur gehört, aber keiner weiß so ganz genau, was es sein soll. So ähnlich wie Gefrierbrand. De Maizière erklärt es uns. Er fragt, wenn wir in Deutschland von wir sprechen, wer ist dann wir? Und wer ist nicht wir? Er hat es definiert. Es gibt Menschen, die hier leben und keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, die sind ein bisschen wir. Es gibt die Menschen, die Staatsangehörigkeit haben, die sind total wir. Und es gibt den Innenminister, der definiert, wer wir sind. Also es gibt Ausländer, Inländer, Innenminister, anders ausgedrückt, wir, wirer, wir. De Maizière verschweigt aber auch, das muss man sagen, er verschweigt auch die dunklen Kapitel unserer Geschichte nicht. Zitat: Ja, wir hatten Probleme mit unserem Patriotismus, mal wurde er zum Nationalismus, mal trauten sich viele nicht, sich zu Deutschland zu bekennen. Interessante Formulierung, da hatten wir ein paar Probleme mit dem Patriotismus, das kann man wohl sagen. Ne? Es gab so ein paar Probleme und am Ende waren 70 Millionen Menschen tot. Ne? Ist ein Ding passiert, du. Ne? Andere singen heute die Nationalhymne nicht mit, das ist ja in etwa gleich schlimm. Was genau uns de Maizière sagen will mit seinen Thesen, ich verstehe es nicht ganz. Ich gebe es offen zu, ganz begreife ich es nicht, was das jetzt alles soll. Es weiß wahrscheinlich nur einer, ja? Unser Leitkultur-Superexperte Heinz Strunk. Thomas hat einen Aufsatz geschrieben, einen schönen Aufsatz. Thema deutsche Leitkultur. Dieses Thema durfte er frei wählen. Eine gute Wahl. Denn es gibt viele tolle Worte mit Kultur. Hochkultur, Kulturattaché oder Kulturbeutel. Aber leider gibt es auch doofe Worte mit Kultur. Kulturschock, Kulturmuffel oder Kulturbanause. Dann schläft man in der Kuhle, frisst aus dem Napf und betreibt Rudelbums. Das will Thomas nicht. Thomas hat seinen Aufsatz ordentlich gegliedert. Das ist wichtig, denn Ordnung ist das halbe Leben. In Punkt 1 sagt er: Wir sagen unseren Namen, wir geben uns die Hand zur Begrüßung. Tja, genau so ist das im Kindergarten. In Punkt 3 von Thomas' Aufsatz geht es um Leistung, Bildung und Erziehung. Die Migranten kennen das noch nicht so gut und deshalb muss man ihnen solche Werte erklären. Ein bisschen guten Willen kann man ja wohl erwarten. Also, liebe Ausländer, Deutschland in Schlagworten. Autobahn, Wurst, Mannschaft, Kartoffel, Fahrradhelm, Urimat. Bei Rot warten Nutella, Schlager, Fleischmahlzeit. Es gibt ja auch einige Beispiele von Ausländern, die sich sehr gut angepasst haben. Zum Beispiel die Kelly Family. Die sind zwar dick und sehen nicht so hübsch aus, aber missbrauchen ihr Gastrecht nicht. Weitere Beispiele für gelungene Integration: Roberto Blanco, Boni M und Silvi Mais. Schwierig hingegen ist es mit Xavier Naidoo, dem Reichsbürger der Herzen. Der Erlöser kommt aus Mannheim und ist südafrikanisch, indisch, deutscher, irischer Abstammung. Das ist wohl eine Wurzel zu viel. Und man kann schon mal durch den Titel kommen mit der Leitkultur und wird es euch erzählen. In Punkt 10 geht es bei Thomas um das kollektive Gedächtnis. Karneval, Volksfeste, die heimatliche Verwurzelung, Marktplätze, Gerüche, Traditionen, landsmannschaftliche Mentalitäten. Das hat er gut und vor allem sicher aufgezählt. Was Thomas in seinem Aufsatz vergessen hat, macht es eigentlich einen Unterschied, wenn man den rechten Arm hebt, um ein Einmachglas aus dem Kellerregal zu holen oder ob man bei einer Björn-Höcke-Rede gerade so in Wallung geraten ist? Fassen wir am Schluss noch mal zusammen, was uns Thomas in seinem Aufsatz eigentlich sagen wollte. Erstens, Geiz ist geil. Zweitens, hoffentlich ist es Beton. Drittens, gut eingeweicht, ist halb gewaschen. Viertens, nogger dir ein. Und Punkt 5, die Deutschen in einem Satz, Mann sind die Dickmann. In genau diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, Heinz Strunk. Und wir geben uns die Hand. Gute Deutsche geben einander. Die haben immer schön der Handschlag. Meine Damen und Herren, jetzt geht's weiter mit Olaf Schubert. Der macht Ihnen Mut. Bis zum nächsten Mal.